Sie sind hier, 21. Juli 2018, 19.05 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Cedric Teuchert erzielte das einzige Tor für Schalke 04, Urheberrecht Getty Images. Champions League Teilnehmer Schalke 04 gewinnt sein erstes Testspiel auf deutschem Boden. Hoffenheim verspielt gegen einen englischen Zweitligisten eine Führung. Auch die beiden Champions League-Teilnehmer Schalke 04 und TSG Hoffenheim waren am Samstag im Testspiel Einsatz. Vizemeister Schalke 04 ließ bei seinem ersten Testspiel für die kommende Saison in der Bundesliga vor deutschem Publikum noch einiges zu wünschen übrig. Königsblauen kamen beim fünftklassigen Reviernachbarn Schwarz-Weiß Essen nach zwei Vorbereitungsspielen in China lediglich zu einem mäßigen 1:0, Sieg. twitter.com/s04-status/1020711663585067008. Schalkes einzigen Treffer bei hochsommerlicher Witterung erzielte Winterzugang Cedric Teuchert schon nach 3 Minuten. Otto mit Doppelpack für Hoffenheim. Hoffenheim gab auch beim zweiten Test den Sieg aus der Hand gegeben. Die Kraichgauer kamen in Eppingen gegen den englischen Zweitligisten Queen's Park Rangers zu einem 2:2, 1:0. Beide Tore für den Champions League-Teilnehmer erzielte David Otto, 1. und 57. Die Londoner glichen mit 2 späten Treffern aus. In seinem ersten Pflichtspiel der Saison muss das Team des nach der Spielzeit zum Ligakonkurrenten RB Leipzig wechselnden Trainers Julian Nagelsmann am 18. August im DFB-Pokal beim Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern antreten. In der Bundesliga eröffnet der Klub 6 Tage später bei Rekordmeister Bayern München die Saison.